Moin Moin und hallo, heute möchte ich gerne zeigen, wie die Scheibenwischer vorne und hinten von einem Mazda CX-5 ersetzt oder erneuert werden können. Wir stehen jetzt an der linken Seite des Fahrzeugs und fangen mit dem linken Wischer an, der Wischer für die Fahrerseite. Wir haben die Wischer ja ein wenig nach oben gestellt, das heißt, wir kommen noch leichter dran. Wir nehmen den Wischer, ziehen ihn zu uns hin und halten ihn so nach oben geklappt. Jetzt ist es ganz wichtig, dass ihr immer mit der linken Hand schön den Wischerarm festhalten werdet, weil wenn der runterballern sollte, macht er eure Scheibe kaputt. So, das heißt, schön festhalten. Dann gibt es hier ein Knöpfli. Dieses Knöpfli drücken wir rein und während wir reindrücken mit der linken Hand, können wir mit der rechten Hand dann unseren Wischer bewegen. Zack. Dann kommt er nämlich raus. Wir haben den Wischer entfernt. So, wenn ihr jetzt den neuen Wischer habt, kommt der Wischer wieder zurück in Position oder der neue Wischer kommt halt in die Position zurück. Dazu drücken wir ihn rein und fahren ihn oder fummeln ihn ein wenig hin und her, bis wir in der Führung angelangt sind. Das macht dann wirklich, also ihr merkt den Punkt dann, dass es irgendwann so swutschi-butsch kommt. Das Einzige, was wir dann noch machen müssen, ist, wir schieben weiter den neuen Wischer rein, bis er einrastet. Und dann ist unser neuer Wischer installiert. Und dann gehen wir wieder vorsichtig runter und denkt dran, auf der Fahrerseite ist der größere Wischer, auf der Beifahrerseite ist der kleinere Wischer. Danach gehen wir rüber zum kleineren Wischer. Auch hier abheben, aber dort schön halten, weil wenn wir hier abheben, kommen wir nicht mehr dran. Schaut euch das an. Das ist zu weit. Die Motorhaube ist zu fett. Das heißt also, hier werden wir hier etwas drunter legen, zum Beispiel etwas Styropor oder eure Hand. Hier gehen wir hin, drücken und ziehen dadurch. Na, also ihr müsst den Nippel reindrücken. Dadurch könnt ihr dann den Wischer herausziehen. Da ist er. Und jetzt tauschen wir auch diesen besagten Wischer um. Das heißt, ein neuer Wischer her. Achtet hier wieder drauf. Guckt mal, wenn wir jetzt hier drauf knallen würden, würde es Schäden an der Windschutzscheibe kommen. Das heißt, permanent festhalten bzw. etwas drunterlegen. Neuer Wischer nehmen. Er wird wieder hineingeschoben. Und dann am Schluss müsst ihr ein wenig fummeln hin und her, bis er in der Führung selber ist und dann zum Einrasten durchläuft. Das heißt hier vor, zurück, hoch und runter, rechts und links ein bisschen. Dabei immer rechte Hand benutzen, um den Träger zu halten bzw. etwas Styropor drunter legen. So, reinschieben, bis es einrastet. Klack, jetzt sind wir wieder fest. Und der Wischer ist trotzdem flexibel und kann seinen Job erledigen. Jetzt können wir wieder drauflegen und loswischen, wie wir lustig sind. Der hintere Wischer wird ein wenig anders gewechselt. Wir klappen ihn aus und nun dehnen wir ihn etwas mehr, bis es Klack macht. Klack. Und dann ziehen wir ihn zu uns hin. Auch hier wieder aufpassen, festhalten und schon haben wir den Wischer extrahiert und können ihn austauschen. Neuer Wischer, hochklappen. Jetzt kommt der neue Wischer wieder zurück in Position. Dafür gibt es diesen Bolzen, der hier reinführt. Den führen wir dort hinein und werden dann den Wischer wieder in Servicestellung bzw. in Aufgabenstellung zurückstellen. Schon ist der Wischer getauscht und kann wieder verwendet werden. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Tschüss.